manchmal unsicher, ob ich eventuell, ohne es zu merken, das Gesicht einer Parkuhr habe, denn tatsächlich quatschen mich Leute relativ gerne, relativ oft, ziemlich voll. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich bin wirklich ein Mensch, der sehr gerne spricht. Wirklich gerne. Über alle Maßen gerne und viel spricht. Aber auch natürlich gerne über alles Mögliche. Das ist gar nicht das Problem. Aber es gibt so ein paar Sachen und Gesprächsthemen, die will ich einfach nicht wissen. Und ja, es gibt Sachen, die könnte man anderen Leuten erzählen. Oder aber man vergräbt sie im tiefsten Inneren seiner selbst und spricht nie wieder mit irgendwem auch nur ein Wort darüber. Weil es wirklich niemand, aber auch wirklich niemand wissen möchte. Leider bin ich aber die Person, die immer genau auf diese Person zutrifft, die sich das nicht zu Herzen nehmen und dadurch erfahre ich oft Dinge, die ich niemals wissen wollte. Ja, ich habe mir gestern mit Manfred 50 Shades of Grey angeguckt und danach hat er mich aber so ordentlich durchgepeitscht. Wir haben uns jetzt auch so lustige Tiermasken gekauft aus Latex. Ich habe ein Foto, warte, ich zeig sie dir kurz. Das Sexleben der anderen. Ich freue mich für die Leute, das ist schön. Es freut mich, dass sie so ein entspanntes und erfülltes und reges Sexleben haben. Aber ich möchte da nicht dran beteiligt sein. Also im übertragenen Sinne und so eigentlich auch nicht. Und irgendwie ist so ein Quatsch wie 50 Shades of Grey passiert einfach überhaupt gar nichts daran schuld, dass jetzt Hinz und Kunz meint, noch einmal die sexuelle Revolution durchleben zu müssen. Hey. Und einfach jedem, der sich bei drei nicht das Trommelfell durchstochen hat, zu erzählen, wie die Gustl vom Manni am Wochenende schon wieder ans Holzkreuz genagelt und durchgepaddelt wurde. Ugh. Liebe Menschen, die solche Dinge gerne erzählen, nein. Einfach nein. Hört auf. Sprecht das nicht aus. Nicht drüber. Sprecht da nicht drüber. Macht das so für euch und erzählt das. Hört auf, das Leuten zu erzählen. Das möchte wirklich niemand wissen. Oh ja, ich komme gerade frisch aus dem Krankenhaus. Eingewachsener Zehennagel, den mussten sie operativ entfernen. Das hat gealtert, sage ich dir. Aber was erzähle ich überhaupt? Ich habe Fotos gemacht, warte mal. Das Krankheitsbild der anderen. Es tut mir leid, dass es euch schlecht geht, aber bitte hört auf, mich mit der Sprechstundenhilfe bei eurem Arzt zu verwechseln. Ich möchte nicht wissen, wie oft und wie lange andere Leute Pupu auf ihrer Toilette machen und wie es aussieht. Ich mache solche Dinge nicht. Wenn ich ins Bad gehe, dann grundsätzlich nur, um mir die Nase zu pudern. Nachzupudern, doch. Doch. Das Problem ist, dass solche Menschen, die einem zwanghaft die komplette Krankheitsgeschichte von einem erzählen möchten, entweder meistens furchtbar alt sind und sonst gefühlt nichts anderes mehr zu erzählen haben und man denen ja dann auch irgendwie nicht den Gesprächsstoff verwehren möchte, oder aber einfach überhaupt nichts haben. Und genau diese Leute sind es aber, die mich immer damit vollquatschen. Weil diese Menschen gefühlt irgendwie immer nur dann Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie gerade wieder was ganz, ganz Schlimmes haben und die das sehr ausführlich und bebildert erläutern müssen. Liebe Menschen, die das tun in meinem Umfeld und auch die das vielleicht in Zukunft vorhaben, tut das nicht. Nein, macht das einfach nicht. Also eigentlich war ich ja Flexitarier, ne? Das war mir dann aber ein bisschen zu inkonsequent. Da habe ich dann angefangen, mich vegan zu ernähren. Das war mir dann aber irgendwie zu viel. Dann habe ich es vegetarisch versucht. Ja, das war auch nur so eine Zeit lang. Und jetzt bin ich Frutarier, aber ich esse ab und zu immer noch einen Schnitzel, ne? Die Essweise des anderen. Ja, ich esse selbst kein Fleisch und trinke keine Milch zum Beispiel, aber das erzähle ich nicht jedem ungefragt, außer jetzt gerade hier in diesem Beispiel. Und ich gehe auch nicht zu den Leuten und diskutiere ihnen das Schnitzel vom Teller, nur weil ich es nicht essen würde. Und umgekehrt würde ich mich auch total freuen, wenn die Leute aufhören würden, mir beim Essen auf den Teller zu gucken und mir dann zu erklären, wieso da ein Schnitzel zwischen dem Rosenkohl fehlt. Leider machen das aber auch immer noch viel zu viele Leute und erklären einem die eigene Essweise als die richtige. Und erklären dir dann auch noch anschließend stundenlang, wieso deine Ernährungsweise die falsche ist. Liebe Menschen, die das tun, hört auf damit. Mich interessiert nicht, ob ich irgendwie blasser bin, weil ich kein Fleisch esse. Ja, und wenn das so weitergeht, dann werde ich demnächst wieder Fleisch essen. Und zwar so lange, bis ich alle Menschen, die mir damit auf den Sack gehen, aufgegessen habe. Bist du denn sicher, dass du mit all den Tätowierungen überhaupt noch einen Drop bekommst? Und die Piercings würde ich auch mal rausmachen, da bist du langsam ein bisschen zu alt für, ne? Wenn du mir jetzt noch mit bunten Haaren kommst, dann siehst du aus wie ein Punker. Also mein Chef würde dich so, wie du aussiehst, nicht einstellen. Die Meinung der anderen über dich. Ich sehe, dass dein Mund sich bewegt und Worte herauskommen. Aber alles, was ich verstehe, ist... Also versteht mich nicht falsch, das ist ja total okay, dass man sich eine Meinung über andere Leute bildet, die man vielleicht nicht so gut kennt. Auch wenn das keine sehr gute ist. Ich habe das schon sehr oft am eigenen Leibe erfahren. Aber was genau denken die Menschen denn, was passiert, die zu einem kommen und einem erzählen, was sie so alles Kacke an dir finden? Denken sie möglicherweise, es könnte Folgendes passieren. Oh Gott, endlich sagt es mir mal jemand. Oh Gott, du hast so recht.
Dankeschön, ich werde sofort mein ganzes Leben auf 0815 krempeln. Ich gehe jetzt erstmal los und kaufe mir eine Nadelstreifenbluse. Ich habe übrigens eine Nadelstreifenbluse, aber auch nur, weil ich die geschenkt bekommen habe und den ich wegschmeißen kann. Ich hasse Nadelstreifenblusen. Gott, hast du schon die neue Folge Game of Thrones gesehen? Ja, die, wo die Khaleesi auf dem Zwerg reitet, der sich in einen Drachen verwandelt hat und dann Jon Snow frisst. Das ist fast so ein krasser Plot-Twist wie bei Sherlock, wo Sherlock plötzlich aus dem Koma aufwacht und man merkt, er hat alles nur geträumt und ist eigentlich in einer Irrenanstalt. Guckst du eigentlich noch Sherlock? Ja, jetzt nicht mehr. Die Spoiler der anderen. Wenn ihr mich fragt, ne, Menschen, die andere Leute ungefragt spoilern, Nackenschelle, direkt. Ich meine, Leute ungefragt und teilweise sogar absichtlich zu spoilern, ist einfach der krasseste Arschloch-Move überhaupt. So ein Plot-Twist in der Serie, den erarbeitet man sich ja irgendwie. Indem man sich stundenlang wirklich diese Filler-Momente und Situationen reinzieht, um dann endlich in Folge 9 oder so diesen What-the-fuck-Moment zu erleben. Und dann kommt einfach jemand und macht euch diesen Moment kaputt. Mein Tipp, macht diese Leute kaputt, die euch diesen Moment kaputt machen, mit einer Axt zum Beispiel. Äxte regeln so viel, so schnell. Ich glaube ja, dass Menschen, die absichtlich spoilern, einfach sonst nichts Interessantes in ihrem Leben erleben und deswegen all das erzählen, um mal interessant zu sein für 5 Minuten. Das ist wie mit den Trollen und Hatern im Internet. Wenn das deren Mutter wüsste. Ja, aber wie ist das mit euch? Werden euch auch öfter Dinge erzählt, die ihr eigentlich überhaupt nicht wissen möchtet? Teilt euer Leid mal gerne mit uns in den Kommentaren. So, hier habe ich jetzt noch 2 weitere Videos für euch. Guckt mal gerne in meinem Online-Shop vorbei und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und am besten gleich das kleine Glöckchen neben dem Abo-Button zu aktivieren, damit ihr auch immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video rauskommt. Und ich würde sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, wie immer ein Däumchen nach oben und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss.